Hallo und herzlich willkommen zur Szene München. Wir begeben uns heute auf die größte Bühne Münchens, und zwar ins Deutsche Theater. Dort geht es aber diesmal nicht um Theaterstücke, sondern um Tanz. Besser gesagt um die französische Tanzgruppe Wanted Posse. Und was die da so gemacht hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Tanzgruppe Wanted Posse präsentiert erstmals im Deutschen Theater ihre Show Dance and Speak Easy. Uns nehmen die Superstars aus Frankreich erst einmal mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Das Thema ist die Zeit der Prohibition in den 30ern, in der Zeit, als Alkohol verboten war. Wir zeigen diese Zeit durch Humor, Gesang und aktuelle Musik. Und wir vermischen alte Tanzstile wie Lindy Hop mit unserem heutigen Stil, mit Hip-Hop. Für meine Person gibt es zwei Teile. Einen Teil, der mehr weiblich ist, so wie Frauen in den 30er Jahren in einem Speakeasy repräsentiert waren. Und der zweite Teil, in dem ich die männliche Seite, die stärkere Seite präsentieren kann. In diesem Teil tanze ich Hip-Hop-House, andere Tänze. Wir duellieren uns um die Frau. Es gibt Alkohol, wir amüsieren uns, wir lachen, wir tanzen, haben Spaß. Der Titel Dance and Speak Easy ist eine Hommage an die Künstler der damaligen Zeit, die sich nicht der Angst beugten, sondern ihre Freiheit zu tanzen verteidigten. Gerade in den USA entstanden sogenannte Speak Easies, Bars, in denen man leise sprechen musste, um Alkohol zu kaufen. Nur hier konnten sich Tänzer und Musiker frei entfalten. Wanted Posse tanzt dabei zu Jazz von Miles Davis, der seinerzeit in den geheimen Speak Easies auftrat, zu Cartoon-Songs, aber auch zu aktueller Musik. Die Schwierigkeit der Vorstellung ist das Schauspiel, das jeder individuell interpretieren muss. In dieser Vorstellung haben wir zusätzlich zum Tanz auch das Spiel. Das war eine Schwierigkeit, die Tänzer aus ihrer Komfortzone zu holen. Wir leben im Tanz und jetzt müssen wir auch im Schauspiel leben. Das hat mehr Arbeit gebraucht als nur der Tanz. Für mich ist das eine Stärke, weil normalerweise machen wir nicht mehr als eine Disziplin. Jetzt haben wir mehrere Disziplinen. Wir als Tänzer in der Kompanie sind Meister der verschiedenen Tänze. Ich bin zum Beispiel spezialisiert im Haustanz, habe aber angefangen mit Breakdance und jetzt Hip-Hop. Es gibt die verschiedensten Tänze und wir kommen auch alle aus den unterschiedlichsten Tanzuniversen. Wir haben sehr, sehr viel geübt, um dieses Niveau zu erreichen. Wir wollen uns nämlich nicht auf einen Tanz konzentrieren. Ich habe nur Breakdance gemacht. Ich bin Breakdancer und jetzt habe ich mich in anderen Tänzen ausprobiert, im House oder im Hip-Hop-Tanz. Für das Publikum ist es sehr gut, so eine Bandbreite an Tanz zu sehen, damit sie die verschiedenen Stile kennenlernen. So entsteht ein Cocktail aus Tanz, Musik und Schauspiel. Wanted Posse behandelt immer wieder düstere Themen. Auch diesmal war die Idee zu Dance and Speak Easy ganz bewusst. Ich denke, heute gibt es auch noch Länder, in denen Alkohol verboten ist. Und nicht nur Alkohol, sondern auch Musik. Wir wollen zeigen, dass das immer noch existiert und das durch Tanz vermitteln. Mit Humor und natürlich ein bisschen Ernsthaftigkeit. Was wir heute transportieren, ist nicht nur die Seite des Speakeasy, in dem Alkohol verboten war. Wir entdramatisieren es und zeigen, dass man sich auch amüsieren kann über solche Themen. Wenn wir ein Thema aussuchen, möchten wir, dass es ein wichtiges, starkes Thema ist. Die Prohibition kennt jeder. Jeder weiß, worum es geht. Wir wollen deshalb die tänzerische Seite zeigen, mit Burlesque und auch dem Spaß, den wir dabei haben. Das wollen wir teilen. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es bei uns gleich weiter mit Wanted Posse and Dance and Speak Easy. Ein tolles Tanzstück, was auf jeden Fall noch viel mehr zu verbergen hat, als Sie bisher gesehen haben.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zur Szene München. Ja, wir haben gerade schon gehört, was eigentlich hinter einem sogenannten Speakeasy steckt. Aber es gibt natürlich auch den Beruf Tänzerinnen und Tänzer, der in diesem Stück ganz, ganz präsent ist. Und was hinter dem Beruf steckt und warum der auch heutzutage noch so wichtig ist, das schauen wir uns jetzt einmal an. Vor 31 Jahren wurde die Kompanie Wanted Posse gegründet. Seitdem haben sie unzählige Battles und Aufführungen bestritten. Darunter wurden sie 2001 beim Battle of the Year Weltmeister. Das Ziel der Gruppe, Tanz zu verbreiten. Dabei hat jeder seinen eigenen Stil. Eine Gemeinsamkeit haben sie aber alle, die Leidenschaft zum Tanzen. For me, like, dancing is like expressing myself. Für mich bedeutet Tanzen, mich selbst auszudrücken, den Leuten zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich kann verschiedene Persönlichkeiten sein, mit einem weiblichen Teil und sogar noch mit einem männlichen Teil. Mit Jazz oder House, das ist ja eine Freiheit. Ich fühle mich zu Hause auf der Bühne. Freedom of expression. So that's why dancing is like, I feel home on stage, you know what I mean? C'est pratiquement toute ma vie, hein? Das ist mein ganzes Leben. Ich tanze schon eine Weile. Ich möchte natürlich auch weitermachen. Für mich ist es die Definition von Freiheit. Das hat mich aufleben lassen. Ich war immer sehr ruhig und habe mich durch den Tanz extrem entwickelt. Ich habe viel gelernt durch das Tanzen und heute unterrichte ich auch. Und bin Trainer, ein Choreograf. Normalerweise ist das Programm im Deutschen Theater geprägt von Musicals, Bällen und natürlich Theater. Nur selten gibt es hier richtige Hip-Hop-Profis auf der Bühne. Mit Wanted Posse ändert sich das. Sie knüpfen an das Konzept in Frankreich an und öffnen die Bühne für die Tänzer. Tradition trifft also auf Underground. Es ist wichtig für die Kultur. Schon länger haben wir in Frankreich Hip-Hop-Veranstaltungen in Theatern. Davor war die Hip-Hop-Kultur mehr auf der Straße, in Underground-Szenen. Seit mehr als 20 Jahren ist Hip-Hop in die Theater gekommen und das ist wichtig, um die Hip-Hop-Kultur zu verbreiten. Es ist schön, ein immer größeres Publikum zu erreichen. In den Theatern erreichen wir auch Familien, ältere Leute, die wir davor nicht erreichen konnten durch die Battles und Shows. Das ist sehr interessant, denn in den Theatern erreichen wir ein großes Publikum. Pour laquelle on vient dans les théâtres, c'est que on touche vraiment un grand public. Es ist schön, wenn sich die Hip-Hop-Veranstaltungen in den Theatern abspielen. Wir haben die Theater für Hip-Hop in Frankreich geöffnet. Wenn wir das auch im Ausland schaffen, wäre das noch besser. Es macht mich glücklich zu sehen, dass Hip-Hop-Vorstellungen ein großes Publikum erreichen, weil es gibt viel zu lernen und wir können damit eine gute Arbeit leisten. Seit 13 Jahren arbeite ich mit der Gruppe. Für mich ist das eine Familie. Die kennen sich, seitdem sie ganz klein sind. Sie sind zusammen aufgewachsen und bis heute zusammen geblieben. Zwischenzeitlich sind einige weggezogen, aber immer wieder zurückgekommen. Sie gehen in andere Kompanien, machen andere Projekte, aber sie kommen immer wieder zurück zu ihrer Base, zu ihrer Familie. Es ist wirklich eine schöne Familie. Ja, die Gruppe ist wie eine Familie. Der Choreograf ist mein Cousin. Ich kenne alle, seitdem ich ganz klein war. Wir haben uns alle zusammen weiterentwickelt. Wir sind zusammengewachsen. Seit 31 Jahren gibt es die Gruppe Wanted Posse. Wir haben so viele Vorstellungen gemacht. Wir haben eine Welttournee gemacht. Heute bin ich glücklich, eine Vorstellung in München zu machen, um unsere Arbeit zu zeigen. Ich bin froh, hier meine Kompanie zu repräsentieren. Für die französische Gruppe geht es jetzt wieder in die Heimat. Doch sie wollen zurückkehren nach Deutschland, um weiter Hip-Hop auf die großen Bühnen zu bringen. Thank you.
Und damit sind wir am Ende von der Szene München für heute angekommen. Eine bunte und vor allem tänzerische Sendung heute. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, wünsche Ihnen aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm. Bis dahin, Servus.